Hallo und herzlich willkommen zu Tabs Metallwerkstatt. Wir bauen jetzt aus dem Material da hinten eine schöne Metallwerkbank. Los geht's. Also gehe ich gleich dahinter, ich muss ja dahin. So, ich habe mir hier heute ein bisschen Material gekauft. Das sind so 6x2 cm, 2 mm dicke Metall-Vierkantrohre. Und daraus möchte ich mir jetzt eine große Werkbank bauen für die Metallbearbeitung. Und die baue ich mir jetzt ungefähr 2 Meter mal 90 cm, dass sie notfalls noch durch die Tür passt und ins Auto. Das heißt jetzt erstmal Material zu schneiden. Zum Schweiß habe ich hier mein Weldinger, mein MEW 185 Syndic. Das ist ein ziemlich cooles Anfängerschweißgerät. Das ist nämlich ziemlich einfach zum Einstellen. Jetzt muss ich schnell gucken. Ich möchte ungefähr eine mitteldicke Naht und die Materialstärke ist 2 mm. So, das war's. Mehr muss man nicht einstellen und jetzt kann man drauf losschweißen. Mit dem Magnetwinkel hier, der ist 90 Grad, kann ich mir das jetzt hier genau feststellen, dass das auch genau passt. So. Und dann können wir das auch schon anpunkten. Ich punkte jetzt erstmal alle vier Ecken an und dann schaue ich, dass es auch wirklich schön quadratisch ist, rechteckig ist und dann passt es auch schon. So, wo ist mein Schirm? Schauen wir mal, ob es geht. Eigentlich sollte es perfekt passen, so ziemlich perfekt. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja, das passt schon. Das schweißen wir jetzt fest. Was soll's? So rechtwinklig hat's ja nun hier nicht sein müssen bei mir. Hier sieht man den Profi an der Arbeit. So muss das aussehen. Jede einzelne Schweißnaht sieht bei mir so aus. Perfekt. Wow. Weil jetzt vielleicht nicht alle Schweißnähte gleich perfekt geworden sind, mache ich jetzt hier mit der, wie heißt die, Fächerscheibe? Fächerscheibe. Mit der Fächerscheibe hier unten die unteren Schweißnähte glatt, dass ich von unten die Beinchen ran schweißigisieren kann. Ihr wisst ja, normalerweise an rotierenden Werkzeugen keine Handschuhe tragen, wegen der Verletzungsgefahr. Ich soll es euch als Vorbild auch nicht vormachen. Ich trage meine Schweißerhandschuhe, die zählen nämlich nicht. Das sind Spezialhandschuhe. Gut, die kann man schon anziehen. Gut, oder darf man, schreibt es mir mal in die Kommentare. Rotierende Werkzeuge, keine Handschuhe normalerweise, aber zählt da der Winkelschleifer, also die Flex dazu, ja oder nein, ich weiß es nicht. Das ist hier eine ganz einfache Staubmaske, gell? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr meint, das ist irgendwie gegen Gase oder so, das ist nur für den gröbsten Staub. Bloß wenn ich meine andere Maske aufsetze, dann läuft mir die Brille mal so heftig an. Okay, jetzt schweiße ich auch schon die Beine dran. Da muss ich halt jetzt wirklich auch gucken, dass die möglichst im rechten Winkel sind, so wie alles bei mir hier. So, jetzt zeige ich euch mal was. Hier sind wir schon im rechten Winkel, aber hier auf dieser Seite noch nicht ganz. Da muss ich noch ein bisschen ran. Das halte ich jetzt quasi so hin. Und dann verschweiße ich das. Ja, da klappt immer wieder ein bisschen raus. Ach, was soll's? Scheiß auf rechte Winkel! Ach. Schwer überbewertet. Übrigens, beim Schweißen, ich als Profi weiß es ja, man kann stechend schweißen, quasi indem man den Schweißapparat schiebt, und man kann ziehend schweißen, indem man zieht.
Ich höre oft, und es haben mir viele in die Kommentare geschrieben, dass man eher stechend schweißt. Wenn sich einer von euch da wirklich auskennt, schreibt es mal unten rein. Ich bin eher ein Fan vom ziehenden Schweißen. Also meine Schweißnähte wären bei Weitem schöner, wenn ich ziehend schweiße. Nur so als kleine Info. Und kaum hat er gesprochen, hat er die hässlichste Schweißnaht aller Zeiten gemacht. Ich muss aber jetzt auch ganz ehrlich dazu sagen, ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben. Ach ja, vielleicht mal wieder die Düse ein bisschen sauber machen. Also ich muss euch schon ganz ehrlich sagen, Metall ist schon cooles Material, aber Holz ist mir schon lieber. Das stinkt nicht so. Naja, ich weiß nicht. Ich komme hier ursprünglich aus dem Metallbereich, kann es aber überhaupt nicht. Als alter Metaller kann ich kein Metall. Ich bräuchte mal eine Absaugung fürs Metallschweißen. Wenn jemand jemanden kennt, der Lust hat auf eine Mega-Kooperation hier mit mir in der Metallwerkstatt. Absaugung für Metall. Hier, ich, Tab. Schreibt mich an. E-Mail in der Videobeschreibung. Nur für geschäftliche Anfragen. Wichtig. Oh, okay, schön. Drehen wir mal das Ding. Wird schon schwerer irgendwie. Oh, shit. Huja. Jawohl. So, schön. Der sieht mir aber jetzt wirklich schief aus. Als nächstes möchte ich hier diese Lenkrollen unten ranschweißen. Was heißt Lenkrollen? Hebelrollen, damit man die Werkbank hochheben kann. Und da ist jetzt wichtig, dass ich die hier erst ein bisschen abschleife, dass das beim Schweiß noch hält. Da gibt es auch extra so Einhängdinger, die habe ich aber jetzt nicht da, deswegen schweiße ich die einfach an. Ah, genau hier ist Glut reingefallen. Ah, das ist das Schweißerleben. Hart und heiß. Au! Ah, das wären fast die Eggs gewesen. Ah, Shitkram. Oh, ich brauche unbedingt eine Schweißschürze. So kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Ah, shit, echt. Voll die Eier verbrutzelt. So, ich habe jetzt hier so kleine Magneten, die mache ich mir hier genau unten bündig, zack, an die Hebel dran. Und jetzt kann ich hiermit meine Stangen einstellen. Zack, zack, genau. So, jetzt kann ich die hinmachen und anpunkten. Hier nehme ich jetzt bloß noch 2x2er, da brauche ich zur Stabilität nicht mehr. Das kann man, sicherheitshalber, 26,5. Dann haben wir doch hoffentlich auch 26,5. Tatsächlich, es passt. Das ist ein Wahnsinn, es passt. So, das Grundgestell ist jetzt fertig, ist rollbar und man kann es auch runterstellen. Aber ich würde ja nicht Tabby Tapsenberger heißen, wenn ich nicht einen riesengroßen grundlegenden Fehler gemacht hätte. Und der ist folgendermaßen. Ich habe ja extra hier drüben die Ausgangstür gemessen, wie breit die ist. Weil ich meine Werkbank ja so breit bauen möchte, dass die da rausgeht.
Da habe ich gemessen 90. Und dann habe ich hier meine Werkbank gebaut, auch mit 90. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Werkbank, die 90 cm breit ist, nicht durch eine 90 cm breite, also mehr oder weniger Tür, passt nicht durch. Es passt einfach nicht durch. Jetzt muss ich quasi hier jeweils oben, unten, hinten, vorne 2-3 cm rausschneiden, damit ich die Werkbank später auch noch bei der Tür rausbekomme, falls ich hier irgendwann mal ausziehen möchte aus der Werkstatt. Jetzt bin ich noch in einem Stadium, wo es noch machbar ist. Es ist noch keine Platte drauf und so. Oh Gott, Leute, das sind so diese kleinen, aber feinen Fehler, die einem zur Weißglut treiben könnten, die aber natürlich dem absoluten Tab-Style hier entsprechen. Also, kurze Videomontage, wie ich das blöde Ding auseinanderflexe und wieder zusammenschweiße. Los geht's. So, machen wir mal einen kleinen Test, ob es da vorne so reinpasst. Also ich fahr jetzt nicht ganz raus, weil vorne ist eh kein Platz. Ich muss bloß gucken, ob es hier grundsätzlich durchgehen würde. Jawohl, sehr gut. Also ich sag's euch, Leute, das war wirklich ums Arschlecken. Wäre ärgerlich gewesen, aber jetzt kann ich weitermachen. Für die Tischplatte werde ich hier da längs solche Vierkantrohre verschweißen mit Spalten dazwischen, dass man später Schraubzwingen einzwingen kann. Und jetzt mal in der Mitte auch noch hier quer eins von den kleineren Vierkantrohren, damit die hier nicht durchhängen. So, die Platte ist jetzt soweit fertig und jetzt möchte ich hier vorne den Schraubstock noch festmachen. Den habe ich mir schon die Löcher markiert, da bohren wir jetzt einfach durch und dann verschrauben wir den.
So, das ist meine riesengroße Werkbank. Ihr seht, die kann man super verrollen. Die ist schön stabil. Wenn man nicht rollen möchte, wenn man stabil arbeiten möchte, dann kann man sie ablassen. Jetzt steht die richtig schön fest auf dem Boden, weil die schön schwer ist. Durch das, dass ich jetzt hier diese Spalten gelassen habe, kann ich mir quasi mit normalen Zwingen hier Werkstücke festspannen. Wenn ich zum Beispiel ein Werkstück habe, das ich verschweißen möchte, dann kann ich hier mit meiner Zwinge reingehen, zack, und zwinge die einfach so drauf. Dann habe ich hier noch einen Schraubstock, den man immer brauchen kann. Ja, das war's. Man könnte jetzt hier auch noch Löcher bohren für ein Lochraster, wo so Schweißtische haben, so ein 16er Lochraster, dass man hier oben auch noch Zwingen reinmachen kann. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwann. Aber jetzt fürs Erste ist es so weit, dass ich damit arbeiten kann. Und das war's mit meinem riesengroßen XXL-Schweißtisch. Und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt hier die nächsten Videos an. Wir sehen uns. Servus, macht's gut.